Ich stelle dir jetzt den Picadro Modus Laptop-Rucksack aus Leder vor. Was erfährst du in diesem Video? Ganz einfach, ich zeige dir, wie groß dein Laptop sein darf, wie groß das Tablet ist, was alles du in diesen Rucksack reinpacken kannst und dann noch, wie verhält er sich gegenüber Wasser und färbt er eventuell bei der weißen Bluse ab. Also bleib dran und schaue, ob er dir gefällt. Fangen wir jetzt an. Ich stelle dir den vor. Und zwar haben wir den Picadro Modus. Wie von Picadro normal hat er sehr elegante, hochwertige Metallschnallen zum Einstellen der Rückengurte. Die Rückengurte, die sind, wie du sehen kannst, ergonomisch geformt, recht straff. Sie liegen sehr gut an den Schultern und sie sind leider nicht mit atmungsaktivem Material ausgelegt, aber wenigstens mit Textil, was entsprechend vielleicht nicht abfärbt. Das werden wir gleich gucken. Der Rücken ist atmungsaktiv. Es ist kein ergonomischer Rücken, wie du siehst, sondern er hat einfach nur Meshmaterial verwendet und dementsprechend ist das Klima, Trageklima sehr angenehm. Er hat hier ein Trolleygurt, wie du hören kannst, mit Klettverschluss, damit entsprechend die Lasche hinterher, wenn du sie nicht brauchst beim Reisen, nicht stört. Was fällt sonst noch auf? Er hat entsprechend die Gurte mit einer Lederlasche, die sehr fest ist, vernäht, damit nichts rausreißen kann. Auch hier die Nähte, siehst du, sind sehr gut mehrfach vernäht, denn das ist wichtig, damit da nichts passiert. Du hast einen entsprechenden schönen Ledergriff, der einen hochwertigen Charakter macht. Hier ein kleines Gimmick ist ein kleines Fach, was, wie du siehst, mit einem Magneten zurückgehalten wird, damit das nicht entsprechend immer so offen ist. Hast du eine kleine Tasche drin? Schau dir das an. Und das ist eine Tasche, wie sie so schön sagen, für, jetzt gucken wir mal, eine Flasche. Und siehe da, es passt. Das ist das externe Flaschenfach mit entsprechendem Gurt und dementsprechend kannst du ihn sehr schön tragen. Denn du hast hier an der Seite ein Fach, auch wieder mit Magneten verschlossen. Aber da passt leider keine Flasche rein, sondern das ist ein Regenschirmfach. Also dein Flaschenfach, sofern du es benötigst, kannst du optional eine pfiffige Lösung aus deinem Rucksack rausziehen. Dieses Fach könnten sie auch unten drunter noch machen für ein Regencape. Das fände ich super cool. So, fangen wir an. Das Frontfach, ein leichtläufiger Reißverschluss, aber du siehst schon, wenn der Regen von oben reinprasselt, hast du einen Regenrinneneffekt und du hast keine seitlichen Abläufe, also dementsprechend bitte nicht durch strömenden Regen laufen, denn dein Frontfach wird nass. Hier hast du locker Platz für FFP2-Masken. Ein sehr elegantes Emblem von Picadro, wie man es gewohnt ist. Das Hauptfach hat einen Reißverschluss und du hörst eigentlich. Was hörst du? Ja, nicht sehr viel, denn du hast einen recht leise und einfach rutschenden Reißverschluss aus Metall. Hochwertigen Eindruck macht er. Und
Ein schönes Innenleben. Also, du hast eingeschlagen mit Picadro-Logo, schön in Schwarz gehalten. Das Frontfach Platz für kleine Bücher. Brillenetui. Nur ein Stift, weil hier passen keine zwei Stifte rein. Und ein Mäuschen. Du hast an der Seite jetzt noch Aufklappbegrenzer, damit die Tasche nicht komplett aufklappt. Und jetzt zeige ich dir das Hauptfach. Das Hauptfach hat Platz für entsprechend eine Kladde, vielleicht ein weiteres Buch. Aber deswegen habe ich hier schon was vorbereitet. Passt denn auch ein DIN A4-Ordner rein? Und ich sage nein. Denn du siehst ganz klar, es guckt an den Seiten drüber. Du kannst ziehen, aua, ziehen und zerren. Es bringt nichts. Also du kannst schon versuchen, mit Gewalt das da reinzubringen. Aber ich würde es nicht machen, denn A, beschädigst deinen Ringbuchordner und aber auch die Tasche. Also das ist nicht unbedingt die optimale Größe für den Rucksack. Du hast innen drin ein großes Hauptfach mit einer weiteren Reißverschlusstasche, wo du entsprechend vielleicht Handy reinlegen kannst. In meinem Falle eine externe Festplatte und vielleicht noch ein paar Ladekabel. Was ich sehr schick finde, ist das Emblem von Picadro. Ein sehr schön blaues Emblem, das ist Eloxieren. Und du hast hier auch die schöne blaue Kante. Also, das Laptopfach finde ich echt Bombe. Möchtest du wissen, wie groß das exakt ist, wie schwer er exakt ist, dann geh unten bitte über den Travelliebe-Direktlink. Dort habe ich dir die Seite entsprechend verlinkt. Auf der Seite findest du alle Maße, die du brauchst. Wie groß darf ein Laptop sein? Also in meinem Fall ist das ein 15-Zoll-Laptop. Wie groß darf das Tablet sein? Und wo wir jetzt gerade beim Thema Laptop-Tasche sind, ganz wichtig, Picadro ist sehr innovativ, denn sie haben an der Seite eingeschlagen mit das Laptopfach mit einem Neopren. Und dieser Neopren ist rundrum ein Kantenschutz. Und ganz wichtig, diese Tasche geht nicht bis unten auf den Boden. Sie hört einen Zentimeter, 2 Zentimeter vorm Boden auf. Das heißt, wenn du deinen Rucksack fest abstellst, beschädigt deinen Laptop nicht. Und das ist der Riesenunterschied zwischen einem Premium-Rucksack und einem günstigeren Rucksack. Also wie gesagt, schau dir auch mal das große Video an mit den 7 Laptops, Laptop-Rucksäcken im Vergleich. Denn du wirst noch sehr viele Erkenntnisse davon ziehen. So, ich räume ihn gerade mal eben kurz noch mal ein, damit er ein bisschen gefüllter aussieht, denn du möchtest ja auch sehen, wie er im getragenen Zustand aussieht. Schaue einfach mal oben links, da habe ich dir ein weiteres Video verlinkt, denn ich werde 7 Lederrucksäcke für Laptops entsprechend testen und zusammen vergleichen. Also schau auch dir dieses Video an, denn da wirst du sicherlich den richtigen Rucksack für dich bekommen. So, wie sieht der Picadro Modus im getragenen Zustand aus? Also ich finde ihn recht bequem. So, auf meinem kleinen Catwalk siehst du, dass er recht schmal geschnitten ist. Das ist auch der Grund, warum der DIN A4-Ordner nicht unbedingt reinpasst.
Aber er ist halt dementsprechend für Männerrücken und auch Frauenrücken geeignet. Also das finde ich sehr gut. Und wie gesagt, der Picadro Modus ist ein sehr guter, hochqualitativer Premium-Rucksack. Und vor allen Dingen, findest du das Video gut, dann gib mir bitte Kredit und like das Video. Das verteilt und gibt mir mehr visuelle Effekte. Nein, Blödsinn. Also voll der Bullshit. Wenn du likest, verteilt sich das einfach besser auf YouTube und das honoriert meine Arbeit. Und vor allen Dingen würdest du dir den Picadro kaufen, dann liebe ich es, wenn du das über meinen Direktlink machst. Es kostet dich keinen Cent mehr. Ich kriege ein paar Cent für dieses Video und das hilft mir dann entsprechend wieder in Zukunft weitere coole Videos an Mann zu bringen. Aber bevor ich ihn trage, möchte ich vor allen Dingen mal eben ganz kurz gucken, wie verhält er sich, wenn ich schwitze, färbt er ab, was bei einem Lederrucksack vielleicht normal sein könnte. Also, ich habe ein normales weißes Taschentuch und ich gehe hier drüber. 10 Hübe und du siehst, es bleibt weiß. Jetzt gucken wir mal, wie das sich auf dem Leder verhält. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du siehst, dass wenn der Schulterriemen aus Leder wäre, leicht schwarz werden würde. Das ist aber auch normal, weil das Pigment aus dem Leder langsam rauskommt. Also ist er nicht ordentlich gefinisht, dann hast du ein Problem, dass deine Sachen vielleicht ein bisschen schmutzig werden. Ich zeige dir, wo wir das ganz krass sehen könnten. Und zwar bei dem Time-Resistant-Rucksack, den ich dir auch in diesem großen Video vorstelle. Was passiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und siehe da, er ist rot. Also, da musst du aufpassen. Wenn du es weißt, ist es nicht schlimm. Dementsprechend trägst du einfach keine weißen Shirts, sondern vielleicht schwarze, dunkle oder rötliche. Dann hast du auch mit einem rötlichen Rucksack keine Probleme, wie dem Time Resistant. Wasserflasche habe ich dir gezeigt, Regenfach habe ich dir auch gezeigt. Ah, ich wollte eigentlich dir noch eben zeigen, wie verhält er sich, wenn da ein Tropfen Wasser drauf kommt. Dann machen wir, das hätte ich mal eben vorher machen können. Du siehst eigentlich ganz schön, er perlt ab und es passiert eigentlich nicht sehr viel. Wir lassen das jetzt mal eben ein bisschen einwirken und schauen mal, ob der ein bisschen anquillt. Du kannst natürlich immer den Rucksack auch imprägnieren. Aber wie du siehst, du hast keine Markierung und das ist sehr schön, weil der ist sehr schön gefinisht und haltbar gemacht. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns jetzt im nächsten Video.